Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Arg aufs Maul. Hallo, herzlich willkommen auch von mir. Es gibt eine kleine Änderung. Das Team Elementrix von Yannick und Skinus ist jetzt nicht mehr dabei, aufgrund von Versäumnis. Und also kämpfen wir jetzt noch mit 6 Teams gegeneinander. Was ist unser Plan heute? Ich möchte mal erstmal ein paar Bolas. Weiß ich, wollen wir die erstmal oder deren alten Stuff erstmal mal rausnehmen irgendwie? Oder nein. Zollen? Oder belassen, soll das einfach so stehen bleiben? Ist eh ORP an. ORP ist eh an und wir lassen die Base einfach unberührt. Ich craft jetzt erstmal ein paar Bolas vor und dann schauen wir mal. Erstmal wieder um Metall. Kannst du noch ein bisschen Holz mitbringen? Für die anderen Lagerfeuer und die Öfen und so? Jo, hol ich dann nach. Okay, Metall gibt's gerade keins. Gucken, weil die haben uns natürlich halt alles geklaut. Ne? Wir haben jetzt rausgefunden, wer uns geklaut hat letzte Folge. Und wer war's? Natürlich Kay. Oh, wir haben richtig viel Schießpulver. Wir haben scheiße viel Schießpulver. Wir haben 1200 Schießpulver bis gerade. Und 300 laufen noch durch. Aber wir sind gar nicht so bad. Haben wir auch noch 80 Schießpulver drin? Würde ja jetzt gleich gerne am Anfang irgendwas machen. Ja, ich auch. Ich auch. Ich glaube, ich mach. Ah, haben wir noch 10? Stimmt. Na, dann noch 111 Chitin. Dann mache ich mir mal eben eine neue Chitin-Rüstung. Aber was wir eigentlich auch machen können, wir haben in der letzten Folge haben wir ein paar Megaloceros gefunden. Oben. Davon könnten wir eigentlich auch ein paar tamen. Weil eigentlich sind Megaloceros-Männchen sau stark, ne? Ja. Na, 10 Bolas sind noch drin, wenn du welche brauchst. Ich kann gerne noch irgendwie ein, zwei Teilschema abdrücken. Kannst du einen Zielfernrohr bauen? Ja. Ich kann schon, ich hab schon. Ich konnte selber. Munition. Aber da gibt es nicht mehr so Metall bauen. Okay, hier hast du schon geholt.
Nee, da war nichts. Ach ja, das habe ich ja am Ende der letzten Folge, habe ich das ja abgefarmt. Wo haben wir denn noch Metall? Wir haben doch noch irgendwo hier Metallbrocken noch gehabt. Das ist auf jeden Fall noch Obsidian, das nehme ich auf jeden Fall bisschen mit. Weiter hin und dann links, glaube ich. Ja, ich nehme jetzt erstmal hier das Obsidian mit. Brauchen wir auch die Obsidian. Da, ich sehe. Oh, meine Haare sind gewachsen. Könnte ja sein, dass auch, dass wir diese Runde, dass wir diese Session besuchen. Wir sollten vielleicht noch ein bisschen an der Defensive arbeiten bei uns, ne? Das auf jeden Fall, ja. Vielleicht irgendwie Pillar aufstellen oder so, dass wir mit den Sabern und so. Ach, hier ist auch Metall. Dass wir mit den Sabern und so nicht durchkommen. Weil es ist erst eine Pflanze ausgewachsen. Aber die bewegt sich nicht. Zwei Pflanzen sind ausgewachsen, aber die bewegen naja, sich beide deswegen nicht. Die ausgestellt oder? Ich denke, die sind ausgestellt. Beziehungsweise was heißt ausgestellt? Die sind nicht ausgestellt, sondern. Da steht immer noch ein Setzling dran. Ja, den, ne? Den Ackersmall, die Ballista-Turret. Und uns da irgendwie, zwei Stück von bauen, einen nach vorne, einen nach hinten absichern, weißt du? Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Aber da brauchen wir sehr viel Metall. Ich glaube 300 Metall pro. Doch. 300 Metall, 250 Stein, 100 Stroh, 100 Leder, 500 Holz und 200 Fasern. Ja,
keine Narkotiks. Geh mal ein paar Narkobären holen. Und mal Narkotiks ansetzen. Was? Weil Rex und so brauchen wir nicht drin, glaube ich. Das bringt uns diesen aufs Maul noch. Dann lieber was haben, was ein bisschen wendiger ist. Wendiger ist, wie die Schüsse eventuell noch in die Dutchen kommen. Und ja, das klingt gar nicht schlecht, auf jeden Fall. Weil der macht halt prozentualen, damit da ist es egal, ob das die jetzt 500 Leben hat oder 2500. Das macht dann nicht wirklich so viel Unterschied. Wissen, wo haben wir eigentlich noch irgendwas? Okay, Spaces. Nee, haben wir bisher noch nicht.
Aber wir wissen, dass alle da ungefähr in der Nähe sein müssen. Ja, wir waren ja da an dem Eck, wo kein anderer war. Aus gewissen Äußerungen von anderen Spielern auch heraus. Naja, stimmt. Versuch es. Was mich aber wundert, ist, dass uns bis jetzt nur ein anderer Tribe gefunden hat. Uns hat ja bis jetzt auch nur Kay gefunden. Ja, angegriffen hab. Die uns gefunden haben, weiß ich nicht. Ja gut, das stimmt. Das ist wahr. Läuft ja nicht so bei allen wie bei Kay. Also, einmal gefunden und... Direkt versucht zu deleten, und direkt, ey. Direkt rein. Also, das halt einfach bei jedem... Direkt rein. Ja gut, aber das ist ja auch unsere Methode irgendwie, oder? Bist du gerade am Holz holen? Ja. Ja. Ich stell jetzt mal sofort nach Kopf an. Ich habe gerade ganz lange Bären geholt. Müssen sich ja auch mal wohlfühlen hier, ne? Achso, die hat ja keinen Sattel. Okay. Also die höchste Schildkröte, die wir haben, hat keinen Sattel. Ja, ich habe mir gerade einmal zwei gemacht und habe auch zwei Dinge draufgehauen. Dann habe ich einmal Z gedrückt, einmal kurz weggelaufen und dann... Das ist halt eine 72er Schildkröte. Ja, die 77er hat aber einen. Ja, die 72. Also die 77er relativ sicher hat einen. Ja. Die ist jetzt eine 81er und wir haben jetzt noch eine rote. Warte mal, wer ist tot? Michael ist tot. Michael und Zack waren, glaube ich, die mit den meisten mit den wenigsten Toten bislang. Die hatten noch 14 Leben, jetzt haben die auch 13. So wie wir. Das heißt, jetzt haben. Ja. Mad Maxchen. Oh, also Team Möb. Möb. Team Lenslow und Team. Wie heißen sie? Zwei gegen Willis. Zwei gegen Willis sind das. Die sind die Willis. Und. Gut, das war jetzt halt eine komplette Folge nur Farming, ey. Aber ist halt so. Muss halt auch gemacht werden. Jetzt stelle ich mal eben Munition an. Das war jetzt eine komplette Runde nur Farming.
Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zusehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis morgen, Leute. Tschüss. Tschüss.